Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge The Witcher. Ich war, glaube ich, in der letzten Folge hier relativ fertig geworden im ersten Gebiet mit den ganzen Quests und so weiter und so fort. Und bin jetzt noch auf der Suche nach einem Schmied, der mir diese Schwerter herstellen kann, weil ich die gerne noch hergestellt haben würde, bevor ich dem Greifen gegenüber trete. Ich frage mich, was das hier damit noch auf sich hat, ob ich da nochmal vorbeischaue, weil das ist jetzt weiß, das ist ja auch noch weiß, also wahrscheinlich hat das nichts zu bedeuten, großartig. Weil ich war jetzt hier in dem Dörfchen, weil ich dachte, ein Schleifstein ist vielleicht ein Schmied, aber ich habe hier nur Bauarbeiter gefunden. Tötest du die Monster? Alle? Da ist ein Kaufmann. Woher kommst du? Ja, auf jeden Fall kein Schmied hier. Jetzt wollte ich nochmal in das Lager von den Nilfgaardern, war das glaube ich, schauen. Und sehen, ob dort ein Schmied vielleicht ist. Wo auch immer ich jetzt gerade hinreite. Was soll das? Tu das nicht, Geralt. Und bumm. So ging den Wagen geritten. Hervorragend. Hallo? Dumm Brot. Beweg dich! Beweg dich. Ist aber nett zu Plötze heute. Da sind wir schon mal im Sumpf. Und dann ist das irgendwo da hinten. Geh mal weg da. Aus dem Weg. Da rum und so. Was läuft dort noch rum? Ein Ertrunkener. Okay. Schieb ab. Was erzählen die mir hier? Nix, nix, nix. Hier unten scheint es nichts zu geben. Ich gehe mal hoch, gucken, ob es da irgendwas gibt. Nilfgaardische Garnison. Oh! Hier ist ein Schleifstein, aber. Quartiermeister. Losung? Huch. Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Ja, kannst du was für mich anfertigen? Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Waffenschmied. Stark. Anfänger, aber das sollte reichen. Ich meine, wo fängt man sonst an? Vipern, Stahlschwert. Genau. Schön. Fehlt mir noch ein Silberbarren. Da brauche ich erst das Silbererz herstellen. Und dann kann ich ein Silberbarren herstellen. Dann kann ich jetzt das Vipernschwert herstellen. Schön! Vipern, Silberschwert und Vipern, Stahlschwert. Zack. Und das hier. Hervorragend. Vielen Dank, mein Freund. Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist. Wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Ja, ich habe schon für dich gekauft. Bis später. Na gut. Können wir noch ein paar Pusteblumen mitnehmen, wie es aussieht. Aber erstmal möchte ich gerne die Schwerter ausrüsten. Wie war das mit dem Vergleichen so? 112 bis 138. Das ist nämlich schon mal 35 mehr. Und ich habe noch Artzeichenintensität, Chance auf Vergiften und Bonuserfahrung bei Monstern. Haha, klingt doch nett. Und dieses hier? 49 bis 61 sind 17 mehr. Bonuserfahrung bei Humanoiden und Chance auf Vergiften. Legen wir das auch mal an. 2% Chance auf Betäuben.
Ich glaube, das packe ich da rein und waren die anderen nicht. So. Zwei neue Schwerter für Geralt und jetzt geht's. Oh. Was war das denn? Jetzt geht's auf ins Dorf und dann reden wir mit unserem Freund und schauen mal, ob wir was gegen den Greifen unternehmen können. Dafür benutze ich das Schnellreisesystem. Und dahin möchte ich gern. Da-di-du, di-du-du-du. Gebe ich dem hier noch meine zwei Schwerter, die ich gerade. Ah, komm. Grüß dich. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Das kannst du haben und das kannst du haben. So, mach's gut. Bis dann. Pass auf dich auf. Hau rein! Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, und der dann geht's jetzt weiter mit der Hauptquest. Yay, hallo Wesemir. Ja? Was ist denn, Wolf? Sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Wegen des Greifs. Ich war mit dem Greifenvertrag beschäftigt. Und? Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Na Mensch. Bereite dich auf den Kampf gegen den Greif vor, indem du den Trank Donner herstellst. Navigiere zum Alchemiefenster. Ja, bitte, ich sehe, findest du. Ja, das weiß ich alles schon. Das ist ja in jedem Menü dasselbe. Donner. Herstellen. Mikrofagenöl könnte ich auch noch herstellen. Was, ich hatte doch Schwalbe hier noch. Achso, da brauche ich noch Zwergenschnaps. Badum. Habe ich nicht. Aber dann kann ich das hier noch herstellen. Dann habe ich das Öl wenigstens auch schon mal. Oh, jetzt kann ich doch Schwalbe herstellen. Warum? Sehr gut. Aber warum verschwinden die denn hier? Verstehe ich nicht. Huch, wie eine Bombe hier. Okay. Schwalbe? Donner. Angriffskraft erhöht. Waldkauz aus der Regeneration. Okay. Dann hau ich die Schwalbe hier rein. Und das da rein. Will ich jetzt nicht machen. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Öffne das Inventar, um Öl aufzutragen. Okay. Wo soll ich jetzt hingehen? Auf die andere Seite. Dann schwimme ich da einfach mal rüber, denke ich. So, aus Prinzip. Geht schneller. Als wenn ich da jetzt mit Plätze außen rum renne, schätze ich mal. Oh, und die Sonne geht unter. Natürlich. Schön sieht's aus. Da können wir jetzt den Greif im Sonnenuntergang vernichten. Das ist doch mal was. Aber erstmal speichere ich. Und natürlich, außer der Greif vernichtet mich. Krähenauge. Was ist das? Spitzwegerich. Hundspetersilie.
kenne ich alles noch gar nicht so. Ist immer was Neues, was am Start ist. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Ja, dann fangen wir an. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Dieses Schaf. Jetzt ist plötzlich auch Tag, oder was? Hörst du? Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ich dachte, du wärst ein Traditionalist. Ein Hexer mit einer Armbrust? Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Mau! Ist der hässlich, Vorsicht! Königsgreif. Los, auf sie! Vorsicht, Sturzflug! Wähle die Armbrust aus. Verdammt, bist du hässlich. Wie viele Bolzen habe ich in der Armbrust? Unendlich, okay. Also kann ich die auch mit der Armbrust runter... Ah, ist ja langweilig, oder? Will der Greif mich oder den? Also das macht auf alle Fälle mehr Damage. Der ist schnell. Das ging daneben. Los, auf sie! Auf sie! Witzig, okay. Lass ihn nicht entwischen! Wo will er hin? Sie. Oller Greif. Und den Ursprung entfernter Geräusche. Ach, da oben ist sie gelandet, okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Gar nicht wahrscheinlich, weil hier auch erstmal ein Wildhund, okay. Oh ne, der rennt weg. Und dann bin ich jetzt alleine gegen den Greif, ah ja, verstehe. Wird es jetzt wahrscheinlich langsam interessant. Mist.
Au, au, au. Hüpft aber schnell. Au. Huch, was war denn das? Ist jetzt mit seinem Schrei betäubt oder was? Ist klar. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Wo will sie denn nur wieder hin? Hui, und noch kommt letzter Hieb. Und dann ist der Greif tot. Ging. Ging, muss ich sagen. Das sind ungefähr 10 Wölfe schwerer als der Greif. Herrlich. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt nie aus. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Na dann, loot ich mal den Typen hier. Monsterklaue, Greifenei, Monsterherz, Greifenfedern, Greifentrophäe, Greifenmutagen. Okay. Achso. Kommt nur noch eine Videosequenz, alles klar. Eigentlich tut mir das voll leid, der arme Greif. Oder war das Greifin oder Greif? Ich weiß nicht mehr wie rum, ob das jetzt das männliche oder das weibliche war. Aber erst verliert das S seinen Partner und dann wird es getötet. Traurig. Ja, bla bla bla. Eigentlich wollte ich gucken. Greifentrophäe, Chance auf Verstümmeln. Und was war das? Bonuserfahrung bei Humanoiden. Ich glaube, ich nehme mal noch die Bonuserfahrung mit im Moment. Und das Mutagen, wo hat es das hingetan? Ach ja. Erscheinungsmutagen, Mittagserscheinungsmutagen. Greifmutagen, 50 Vitalität. Das hat man doch hier bei den Skills irgendwo reinpacken können, oder? Wie war das? Ja, genau hier. Mutagene. Aber das ist wohl grün, wenn ich das richtig sehe. Blaues Mutagen. Ah, ist grün. Okay. Schnellreisen kann ich ja auch. Stehe ja direkt neben den Schnellreisegerät hier. Sehr gut, dann können wir jetzt in die Nilfgaardische Garnison und den Greifenkopf abgeben. Tim, tim, tim. Der rote Himmel ist rot. Mach Platz! Was zum Teufel ist das? Roggen! Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Knutenhiebe. Hiebe. Was? Ich habe den Greif getötet. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greif nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Halt. Dieses Gold gehört dir.
damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Der Logo von der schnellen Entscheidung. Wähle eine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Ja, der muss Geld. Wie viel habe ich jetzt Geld gekriegt? 150 Krone. Okay. Quest abgeschlossen. Dann kann ich jetzt weitermachen mit Flieder und Stachelbeeren. Und nach Büsima mich begeben, wahrscheinlich. Stimmt es, dass die Frauen. Aber erstmal Wesemir in der Herberge treffen. Mit dem geht's ja dann weiter. Dahin. Und dann zwischen den Gänsen hindurch in die Herberge hinein. Warum ist hier eigentlich eine schwarze? Ne, es sind zwei schwarze Gänse. Wäre witzig gewesen, wenn es nur eine wäre. So, wo sitzt er rum? Hier sitzt er rum. Wesemir. Yennefer ist in Büsima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Ist das. Dann ist es Zeit zu gehen. Zeit, dass wir aufbrechen. Mhm. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Die ist ganz schön aggressiv. Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Na super. Hat ja geklappt mit dem Raushalten. Jedenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Hört mir! Nicht nachlassen! Das hat gesessen, würde ich sagen. Flop. Da war der Kopf ab. War vielleicht etwas überzogen, oder? Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! Der muss erst mal kotzen. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Geralt musste ihm ja unbedingt den Kopf abhacken. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Tja. Jen? Hat er umsonst gesucht. Wie? Kommt von alleine an. Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst.
Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutgeschmiert bist. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Macht die Pferde bereit. Warum Vysima? Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysima erwartet dich nämlich jemand. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser M hier war Emreis. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Oh, das muss ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Hi! Push. Na? Weißt du, wehen die Haare im Wind. Ich hab neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Ist das die wilde Jagd? Vysima. Die Stadt kennen wir ja schon aus den vorhergehenden Teilen. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Ja, okay. Dann hört es halt jetzt wieder mittendrin auf.
Ist natürlich jetzt genau am Ende der Folge eine übelst lange Videosequenz und so ein Scheiß. Reichen. Du meinst, es kümmert M hier, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Stimmt fast nicht mit meinem Bart. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysima zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Deine Männer sind in der Schlacht gestorben. Deine Männer sind in der Schlacht gestorben. Das passiert mit Soldaten. Ich sehe, dass ihr Schicksal dich nicht übermäßig berührt. Stimmt, aber ich nehme an, das Schicksal der Leute, deren Land sie eingenommen haben, hat sie auch nicht übermäßig berührt. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Oh je. Wo sind meine Kleider? Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. So, mit nur ungefähr 10 Minuten Überzug können wir dann jetzt die Folge erstmal beenden. Wir sind jetzt hier in Vysima angekommen, in einem wahnsinnig tollen Haus oder so. Die scheinen alle ziemlich snobbig zu sein. Mal schauen, was der Kaiser denn so zu erzählen hat. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Schön, dass ihr reingeschaut habt und bis dahin. Ciao, ciao.